Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen DIY-Video. In diesem Video nähen wir nämlich Minnie-Maus-Ohren und deswegen ist es neu, da ich dieses Video letztes Jahr schon gedreht habe, zusammen mit der Debbie, aber aus privaten Gründen mussten wir das Video runternehmen und ich dachte mir, ich mache es jetzt einfach nochmal alleine. Erstmal zeige ich euch wieder, was ihr alles braucht. Ihr braucht natürlich Stoff. Ich habe heute ganz tollen Dumbo-Stoff hier. Ich kaufe meine Stoffe hauptsächlich bei eBay oder Etsy oder bei meinem Stoffladen hier um die Ecke. Welchen Stoff ihr nehmt, ist völlig egal, ob Jersey, Baumwolle, was ihr mögt. Dann natürlich Haarreifen. Ich habe hier ganz viele verschiedene. Die habe ich auch hauptsächlich von Amazon oder bei AliExpress kann man auch welche bestellen. Da muss man halt nur länger drauf warten, aber da sind sie auch relativ günstig. Ansonsten schaut auch mal im Drogerieladen bei euch um die Ecke. Da gibt es bestimmt auch, ihr braucht einfach nur simple Haarreifen. Dann braucht ihr noch, also ich benutze Paillettenstoff für meine Schleifen. Die habe ich jetzt auch aus dem Stoffladen oder aus dem Karnevalsladen. Da gibt es ganz viele Pailletten. Ich kaufe die immer in 20 cm Breite. Warum, erzähle ich euch dann später, wenn wir zu den Schleifen kommen. Dann braucht ihr eine Heißklebepistole. Natürlich eine Nähmaschine. Ja, meine Anleitung ist mit Nähmaschine. Ihr könntet auch theoretisch den Stoff, wo ich ihn jetzt nähe, zusammenkleben. Das würde auch gehen. Aber ich finde die Nähmaschine, also die Nähmaschinenvariante, besser. Dann braucht ihr noch Füllmaterial für die Ohren. Ich benutze entweder, das ist hier so ein Schaumstoff, den habe ich mal gekauft, der ist eigentlich für Gartenmöbel zu befüllen. Oder, was auch geht, ist Watte. Die kann man auch überall online bestellen. Ja, und ich würde sagen, wir legen los. So, erstmal legt ihr euch den Stoff gerade hin. Falls ihr einen Rollschneider benutzt zum Schneiden, denkt dran, die Matte unten drunter zu legen. Wenn ihr eine Schere benutzt, braucht ihr das nicht. Dann habe ich hier eine Ohrenform, die findet ihr unten in der Infobox. Einen Link, den könnt ihr euch einfach ausdrucken, die Form. Und ich habe das jetzt noch auf Pappe geklebt, damit es ein bisschen stabiler ist und ich es öfter benutzen kann. So, jetzt sucht ihr euch einfach vier schöne Dumbo-Motive aus, die ihr jetzt euch ausschneiden wollt. Und genau, das ist der erste Schritt. Also braucht ihr viermal im Prinzip Ohren. So sieht dann das erste Paar aus und das macht ihr dann noch drei weitere Male. So, ich habe mir jetzt vier schöne Dumbo-Motive ausgesucht und die ausgeschnitten. Machen wir weiter mit dem Stoff zu schneiden, weil ich schneide immer erst gerne die Stoffe aus, damit ich den dann zur Seite legen kann. Das nächste ist, ihr müsst Stoffe zuschneiden für den Haarreif, damit der Haarreif auch den Stoff bekommt. Ich habe mir dazu so ein Ding hier gebastelt. Was ihr im Prinzip machen müsst, ihr legt die Mitte des Haarreifs auf ein Blatt Papier und dreht einmal rum. Und dann gebt ihr einen halben Zentimeter Nahtzugabe dazu. Also ihr seht, es ist ein Stück breiter, weil wir dann da nähen. Und damit es da drauf passt, müsst ihr ein Stück breiter machen. Also das habe ich, wie gesagt, selbst gebastelt. Einfach die Mitte drauflegen und dann abmalen. Und davon brauchen wir jetzt auch vier Stücke aus dem Stoff. Hier ist es egal, welche Motive ihr nehmt, da man es eh kaum sehen wird. Es geht nur darum, dass es gleich aussieht wie die Ohren. So, jetzt haben wir hier die vier Stücke. Jetzt brauchen wir den Stoff nicht mehr, den könnt ihr zur Seite legen. Als nächstes, falls ihr die Ohren mit so einem Schaum hier füllen wollt, habe ich, das ist auch mit in dem Link drin, wie die Form. Da ist auch hier die Form drin. Das braucht ihr, falls ihr, ja wie gesagt, Schaumstoff oder sowas benutzt, um die Füllung auszuschneiden. Wenn ihr Watte benutzt oder ähnliches, braucht ihr das natürlich nicht. Das schneide ich jetzt zweimal. So, jetzt habe ich alles vorbereitet. Viermal die Ohren ausgeschnitten, viermal dieses Stück für das Haarband ausgeschnitten, zweimal Füllmaterial für die Ohren. Und jetzt geht es zum ersten Mal an die Nähmaschine. Ihr legt jetzt die Stoffe jeweils rechts auf rechts, das heißt die schöne Seite auf die schöne Seite zusammen aufeinander. Und bei den Bändern näht ihr einmal hier rum,
zeige es euch gleich auch an der Nähmaschine. Das macht ihr mit beiden Stücken. Also mal die schöne Seite auf die schöne Seite legen. Und dasselbe Spiel bei den Ohren. Da legt ihr auch die schöne Seite auf die schöne Seite. Und näht einmal außen hier rum. Das hier lasst ihr offen. Und das macht ihr auch mit dem zweiten Power. Wie gesagt, ich zeige es euch jetzt noch an der Nähmaschine. Falls ihr Probleme habt, dass der Stoff aufeinander liegt, weil er sich ja so einrollt oder so, das ist typisch bei Jersey, könnt ihr auch natürlich Stecknadeln in den Stoff machen. Da ich aber schon geübte Näherin bin, mache ich das jetzt nicht, das klappt schon. Wie gesagt, ihr könnt euch aber auch Stecknadeln oder so Klammern zur Hilfe nehmen, falls ihr das dann nicht schön gerade aufeinander nähen könnt. So sieht dann das erste Paar Ohren aus. Und Nummer 2. Wie erklärt, das Stück für das Haarband näht ihr einmal drumherum zu und lässt das Stück offen. Jetzt müsst ihr die Sachen wenden. Was ich aber vorher mache, ist immer noch ein bisschen an der Naht, also nicht zu nah, aber hier so ein bisschen was abschneiden, vor allem hier oben die Spitze. Dann lässt sich es gleich einfacher wenden, genauso wie hier. Schneide ich auch erstmal ein bisschen was ab. Ja, wie gesagt, jetzt einfach wenden und unten die Ecken so ein bisschen drücken, dass es auch schön aussieht. Bei den Ohren ist es noch relativ einfach. Bei den Bändern oder bei dem Haarband wird es ein bisschen schwieriger. Dafür habe ich aber ein Hilfsmittel aus dem Nähgeschäft, aber das braucht ihr jetzt extra nicht für die Ohren. Ihr könnt euch auch einen Kochlöffel nehmen oder einen langen Stift. Das geht dann auch. So, jetzt kommt mein magischer Trick mit meinem Werkzeug hier. Wenn ihr Debbies Video oder das Video mit Debbie und mir schon gesehen habt damals, dann Debbie war total fasziniert von diesem Ding. Genau, das stülpt ihr im Prinzip nur drüber und dann habt ihr es gewendet. Und dann schön die Ecken reindrücken. Und Nummer 2. Wirklich ein tolles Teil, der das erfunden hat. So simpel, aber doch so praktisch. Genau. So, jetzt heißt es ans Anziehen, an den Haarreif und an die Ohren befüllen. Und dann sehen sie schon auch fast aus wie Ohren. Genau, ihr stülpt jetzt erstmal die Sachen für die Bänder einmal über die Ohren. Schön, dass die Kanten auch an der Kante sind, damit es auch schön aussieht. Genau, das ist Nummer 1. Die Fäden kann ich gleich noch abschneiden. Und ich muss jetzt alleine filmen, deswegen ist das gar nicht so einfach. Ich hoffe, ihr seht trotzdem oder wisst, was ich meine. So, ich muss nämlich die Kamera in meiner Hand halten. Also ich habe jetzt so ein Stativ zwischen meinen Armen hängen und damit ich die Hände frei habe. So. Da ist jetzt schon mal der Haarreif fertig. Was ich dann immer mache, ist noch, ich klebe hier gleich die Enden mit Heißkleber so ein bisschen dran. Und unten auch, dass sie nicht so verrutschen. Und jetzt füllen wir noch das Füllmaterial in die Ohren rein. Und Ohr Nummer 2. So, ich werde jetzt die Fäden hier noch ein bisschen abschneiden und die Kamera auf die andere Seite stellen, weil jetzt werde ich mit Heißkleber arbeiten. Und das ist mir aus dieser Position ein bisschen zu gefährlich, weil es ja, also ich habe mir schon auf die Finger verbrannt. Und genau, jetzt stelle ich jetzt mal die Kamera um, mache noch die Fäden ab und dann geht es weiter mit dem Heißkleber.
Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso ich ein anderes Top anhabe und andere Ohren in der Hand habe. Ja, gestern beim Zuschneiden des Videos ist mir dann aufgefallen, dass der Clip fürs Kleben fehlerhaft war. Die Speicherkarte hat ein Problem und deswegen wurde die Aufnahme nicht gespeichert. Deswegen nehme ich euch jetzt nochmal die Sequenz mit anderen Ohren auf und danach geht es weiter mit den Dumbo-Ohren. Ja, also ihr müsst die Ohren unten zukleben. Was ich zuerst mache, ist, ich mache erstmal einen Klecks hier und hier rein und mache erstmal die Klappe, die Enden im Prinzip so ein. Vorsicht, heiß. Bin aber schon ganz oft die Finger mit verbrannt. Und jetzt mache ich in die Mitte, da, Heißkleber und klappe im Prinzip die Seiten ein. Immer schön vorsichtig. So ein Heißkleber kann sehr heiß werden. Und falls ihr hier so Ecken überstehen habt, wie ich jetzt bei mir hier, die könnt ihr einfach abschneiden. Und dasselbe Spiel dann mit dem zweiten Paar. Die beiden Ohren sind jetzt zugeklebt unten und jetzt geht's weiter mit den Dumbo-Ohren. Sorry, aber so ist es manchmal mit der Technik. So, ich habe mir ein anderes Paar, was ich schon mal genäht habe, zur Hilfe genommen. Ihr könnt aber auch ein Paar nehmen aus Disneyland Paris oder sonst woher. Und im Prinzip lege ich das immer so da dann drauf und dann weiß ich, wo ich die Ohren dran kleben muss. Genau. Und jetzt klebt ihr, im Prinzip macht ihr jetzt hier wieder Heißkleber drauf. Da, und klebt das dann da dran. Schön mittig. Und dann müsst ihr es sehr lange gut festhalten und andrücken. Das mache ich jetzt. So sieht jetzt das fertige Ergebnis aus. Sieht doch schon fast aus wie ein paar Ohren. Jetzt wird natürlich die Schleife. Mit der Schleife verdecken wir auch die unschöne Mitte hier. Dafür habe ich euch ja eben schon gesagt, kauft ihr Paillettenstoff, also ich nehme Paillettenstoff, ihr könnt auch jeden anderen Stoff nehmen, in 20 cm Breite. Lang ist der, glaube ich, immer unterschiedlich, aber es ist ja auch egal. Ihr müsst einfach 20 cm bestellen oder halt beim Schnitt im Laden euch zuschneiden lassen. Und was wir jetzt machen, ich mache jetzt für die Dumbo-Ohren, nehme ich hier den goldenen Paillettenstoff, der ist aber jetzt schon fertig genäht. Ihr seht, das ist so ein Schlauch. Ich zeige euch das jetzt demonstrativ an diesem neuen Paillettenstoff, den ich gekauft habe, in weiß, wie man das jetzt macht. Im Prinzip legt ihr wieder die schöne Seite auf die schöne Seite und näht einmal komplett den ganzen Stoff runter die Seiten zusammen und wendet sie dann. Das ist ja eher jetzt nicht so spannend, deswegen zeige ich euch jetzt nicht an der Nähmaschine. Wie gesagt, im Prinzip, ihr legt die schöne Seite auf die schöne Seite, also die Pailletten aufeinander. Näht einmal längs komplett den ganzen Stoff runter, bis es dann einen Schlauch ergibt und dreht ihn dann. Das fertige Ergebnis sieht dann so aus. Hier ist, wie gesagt, das zugenäht worden. Jetzt nehme ich mir auch immer noch die anderen Ohren zur Hilfe. Jetzt müsst ihr den Paillettenstoff im Prinzip doppelt legen. Und von der Breite her ungefähr so wie die Schleife bei dem anderen Ohr. So, dann schneidet ihr hier das ab. So, dann habt ihr hier wieder das Stück für die Schleife. Das müsst ihr jetzt auch zusammennähen. Und zwar, hier habt ihr die Naht. Beim Zusammennähen müsst ihr die sehen. Im Prinzip legt ihr dann
die Seite, mit der, wo keine Naht ist, aufeinander und näht es dann hier oben zu. Das kann ich euch gerade hier zeigen an der Nähmaschine. Und dann dreht ihr das Ganze und habt dann die hässliche Naht im Stoff. Also dann sieht man die hässliche Naht von vorhin nicht mehr. So, das Grundgerüst für die Schleife ist gelegt. Was ihr jetzt noch braucht, sind zwei Streifen. Ungefähr von der, ja, die Dicke mache ich immer so nach Gefühl. Es soll halt das hier so verdecken, ne? Und die Schleife halt festhalten. Also einfach zwei Streifen abschneiden. Ihr seht, was das für eine Sauerei ist mit den Pailletten. Die Pailletten finde ich noch nach Wochen überall in der Wohnung verteilt. Ist gar nicht so einfach, wenn man keine Hilfe hat. Jeden Faden muss ich gleich noch abschneiden. Und was ihr jetzt macht, ihr faltet das so ein bisschen zu einer Schleife. So. Ist schon fast aus wie eine Schleife. Und dann nehmt ihr ein Stück von diesen Bändern, die ihr vorher zugeschnitten habt, und bindet das um die Schleife herum. Schön festziehen. Das ist noch der Faden von vorhin. Der nervt mich, muss ich gleich abschneiden. So, also ihr zipftelt das, ist jetzt wie ein bisschen schwierig mit der Kamera zwischen den Armen. Ihr zupft das so ein bisschen schön und dann, was ihr macht, ist unten das Ende festkleben. Die Schleife sieht dann fertig so aus. Wie gesagt, habe sie ein bisschen zurechtgezupft und dann das Ende hier festgeklebt. Jetzt klebt ihr, macht ihr hier unten Kleber drauf und klebt die Schleife im Prinzip hier auf die Mitte drauf. Zuppelt sie wieder so ein bisschen schön. Und dann sind wir gleich schon fertig. So, sie sehen doch schon wunderschön aus, was sagt ihr? Jetzt ist aber hier unten noch so eine hässliche Stelle. Das mache ich im Prinzip nochmal mit dem zweiten Stück, was ich vorab geschnitten habe. Das binde ich, also mache ich unten hier, einen Klecks Kleber drauf. Da. Das ist unscharf. Also unten Klecks Kleber, dann binde ich das im Prinzip nochmal hier um die Schleife herum und klebe das Ende nochmal fest. Und dann habt ihr auch das Unschöne hier unten weg. Ja, so schnell sind die Dumbo-Ohren fertig genäht. Ja, ich bin ja schon routiniert, deswegen geht es bei mir sehr schnell. Aber wenn ihr ein, zwei Ohren mal genäht habt und drin seid, dann ist das gar nicht so schwer. Und ja, ich habe diese Dumbo-Ohren schon sehr oft genäht und ich finde die wirklich wunderschön. Wie gesagt, ihr könnt die mit jedem Stoff nachnähen oder jede Art Stoff zu Ohren machen. Ich, wie gesagt, habe das Endstück hier noch in der Mitte nochmal zugeklebt, damit man die unschöne Mitte nicht mehr sieht. Genau. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben oder direkt auf Instagram, wenn ihr die nachnähen wollt und irgendwelche Probleme habt. Wenn ihr es hinbekommen habt, könnt ihr auch gerne ein Bild in eure Story oder auf Instagram posten und mich dabei verlinken und wir berichten, ob es gut geklappt hat bei euch. Und ja, ich freue mich, wenn ihr meine Sachen nachbastelt oder nachbackt oder nachkocht. Und ich sehe, dass ihr Spaß daran habt. Freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.